Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahmesession Fußballmanager 2017 unserer Karriere mit KRC Genk. Wir haben heute den 1. Juli 2018, also ziemlich genau ein Jahr im Voraus, in dem ich gerade bin, denn ich habe heute den 2. Juli 2017 und nehme weiter im Voraus aus. Ich hoffe, es läuft besser als gestern in der Aufnahmesession. Da habe ich mal wieder was aufnehmen wollen und wollte erst Genk aufnehmen, dachte mir, ah komm, da habe ich schon lange im Voraus aufgenommen, also nimmst du für deine Hertha-Karriere was auf, die ich bisher noch nicht veröffentlicht habe, wo ich auch keine Transfers groß tätigen werde, und da habe ich nach zwei Folgen, erst weil das wieder so toll gelaufen ist, ihr kennt das ja, ich rede mich ja ziemlich schnell auf, gerade in diesem Spiel, und dann habe ich, sonst werfe ich ja immer mein Headset weg, ja, aber da habe ich meine Maus weggeworfen. Und die ist kaputt gegangen. Meine schöne Gaming-Maus, 60 Euro, mal eben. Och nö. Jetzt ist der einfach so aus dem Spiel rausgesprungen. Also es läuft heute super in der Aufnahmesession. Macht scheinbar da weiter, wo er gestern aufgehört hat. Ich krieg hier eine Krise. Auf jeden Fall 60 Euro Gaming-Maus kaputt. Ich habe eine neue direkt bestellt. Und muss jetzt mit meiner Maus vom Laptop leben. Die ist uralt und die funktioniert auch hier und da nicht ganz so zuverlässig. Deswegen, falls es hier ab und an mal Probleme mit der Maus gibt und die so hakelig wirkt, wie gesagt, das liegt an der Maus. Das ist nur eine improvisierte heute für die Aufnahmesession. Ich hoffe, die neue kommt relativ schnell. Ja, jetzt habe ich alles Wichtige gesagt und wir können uns hier auf die Genk-Karriere konzentrieren. Wir sind ja jetzt in der zweiten Saison, sind in der letzten Saison Meister und Pokalsieger geworden, wenn mich nicht alles täuscht. Ich gucke aber nochmal nach, denn ist doch schon ein paar Tage her. Also Meister sind wir auf jeden Fall geworden, Pokalsieger nicht, okay. Dann sind wir nur Meister geworden. Aber ist ja auch eine Leistung. Aber es ist ja jetzt eigentlich schon die dritte Saison, ne? Weil in der ersten Saison sind wir ja... Da sind wir doch durch die Relegation. Genau, wir haben das Pokal, haben wir das Pokalfinale gegen Brügge verloren. Alter, ich weiß gar nichts mehr. Pokalhistorie... Nee, da waren wir nicht im Finale. Können wir irgendwie den Pokalwettbewerb nachvollziehen? Pokalergebnisse, Belgien. Das sind nur die von diesem Jahr, ne? Naja, wollen uns jetzt nicht stören. Wir machen auf jeden Fall weiter. Wir haben ja unsere Mannschaft wieder ein bisschen umgekrempelt, wollen Geld einnehmen, haben einige verdiente Spieler aus dem letzten Jahr, die großen Anteile an der Meisterschaft hatte, zum Verkauf angeboten, wie Yannick Verbist, wie Mechele, der zwar nicht ganz so im Fokus stand, Castagna auf jeden Fall, Salé hat nicht ganz so viel beigetragen, Chor auch nicht, Suat Serdar war nur ausgeliehen, Pascal Groß war auf jeden Fall ein großer Anteil, Maher eher auch weniger, Kawaja war ausgeliehen, Green war so semi-präsent, Berahino war auch semi-präsent, aber die wollen wir alle verkaufen. Haben zwei Langzeitverletzte leider mit Lee und Bailey, zwei gute Linksaußen, aber das kriegen wir hin. Wollte man ihn, ich glaube, ihn wollte man zum Rechtsaußen machen, ne? Scheint so. Naja, dann gehen wir mal weiter. Gucken, was diese Saison für uns parat hat. Auch auf jeden Fall ein neues Lied, das wir gerade hören. Ich habe jetzt auch mal die Zufallswiedergabe ausgemacht und es geht jetzt alphabetisch einfach runter. Und ich gucke, dass ich dann jede Aufnahmesession mit einem anderen Buchstaben starte, damit wir nicht immer dieselben Lieder hören. Das war halt das Gute an der Zufallswiedergabe. Das Schlechte daran war nur, die war selten zufällig, wir haben fast immer dieselben Lieder gehört. Salazoga für 10 Millionen zu Schalke, Arnold zu Wolfsburg zurück. Dali Parajo, Transfer der Woche, des Monats hätte ich beinahe gesagt.
Mal Herz ist da drin, Sadi Beremio zu Villa, Brand zu Man City, das wird sicherlich ein teurer Transfer. So, was hat der Strafe für Fosu? Trainer verbal attackiert, das geht gar nicht. Nehmen wir die Geldstrafe mit. So, Beremio könnte man 30 Millionen für einnehmen, aber wir sind hier überall noch sehr weit weg von dem, was wir haben wollen. Aber ist ja am Anfang immer so. So, die Maus hängt auf jeden Fall schon so ein bisschen. Ich muss da ein bisschen fester drauf treten. Bornic wollen wir ausleihen zu Royal Antwerpen. So, Chor verkaufen, Caraya verkaufen. Mittelstädt wollen wir zu Druidense ausleihen, damit der Spielpraxis sammelt. Genauso wie Patrick Salto, der bei Westerlo Spielerfahrung sammeln soll. So, und hier nehmen wir die Taktik, die Fitness und die individuellen Fähigkeiten. Achso, wir haben ja nicht so eine lange Saisonvorbereitung. So, wir werden Meister. Dem Verein werde ich erstmal treu bleiben. Und tolle Stimmung können wir auch garantieren. So, dann wollen wir mal gucken. Queen Kastanje gescheitert. Neue Mitarbeiter, da habe ich eben noch mal geguckt, da hatte ich zwei gar nicht angefragt. Ich weiß gar nicht, was ich in der letzten Aufnahme-Session gemacht habe, dass ich das verteilt habe. Aber man kann ja nicht an alles denken, ne? So, das war nur eine sinnlose E-Mail, die kann ich direkt löschen. Ich gucke ab und an mal mit auf mein Handy, falls das Tönchen angeht, falls da nochmal ein Kommentar reinkommt, aber ich glaube nicht. Ich nehme hier am Sonntagmorgen auf und Kommentare werden eh nicht so häufig geschrieben. Also wenn euch die Folge gefällt, Daumen nach oben, würde mich sehr freuen und natürlich Kommentare lese ich immer gerne, beantworte ich gerne und das ist ein Riesentalent. Wer den übernehmen will, ein Verteidiger, der durchaus mit 9 von 10 Talentsternen großes Zukunftspotenzial hat, dann Kommentar schreiben. Passend, passend. So. Zack. Die können wir auf Lehrgang schicken, weil da ein neuer dazugekommen ist. Aber kein wichtiger scheinbar. So, Fanartikel verkauft, da müssen wir auch noch dringend was machen. Hier haben wir alles geregelt. Transfermarkt, neue Woche, ist da ein neuer Spieler dazugekommen. So, ich weiß auch gar nicht, was wir noch groß in der Mannschaft tun müssen. Ich bin eigentlich zufrieden mit dem Team, das wir aktuell haben. Ich meine, ich hätte so einen Lucas Digne auch immer gerne, aber ist nicht nötig. Am ehesten, glaube ich, müssen wir echt in der Innenverteidigung nochmal was tun, wenn wir da einen günstigen kriegen, wie zum Beispiel Umtiti, der hier nicht so teuer ist. Jetzt 20 Millionen könnten wir den haben, aber das ist schon krass. Ist Friedewald denn günstiger? Ne, da ist Everton drin. Meere, der aktuell bei der U21 EM mehr oder weniger zu glänzen wusste, ist aber auch nicht ganz günstig. Ake, der ja Riesenpotenzial hat, aber mit 23. Ne. Überzeugt mich noch keiner, für den ich das Risiko eingehen will. Nee, ist keiner dabei. Lukas Andersen, der wird auch nicht so günstig sein. Thielemans, den kennen wir ja bestens, aber ist auch nicht günstig. Da will Chelsea nochmal Geld machen. Rechts außen, Puel Embolo. Stimmt, von Top-Vereinen gejagt. Keko, Massimo Bruno, der geht auch halt nie. Boubacar Barry, mittlerweile beim FC Turin gewesen. Aber auch nicht der Rechtsaußen, der uns helfen kann. Wenn, dann will ich jetzt nur echte Granaten verpflichten. Wo ich denke, dass sie echte Granaten werden können. Moses Simon.
Der hat durchaus das Potenzial dazu. Aber der wird nicht so günstig sein, nehme ich an. Ne, da will auch Hull City natürlich nochmal groß Kohle machen. Auch ein kleiner Verein, die würden sich freuen. Jonas Mali ist leider schon 26, deswegen haben wir da nicht angefragt. Ist auch absolut richtig. José Barcelona. Krasses Talent, aber passt nicht in unser System. Max Meyer von United. Wäre günstig zu haben. Für 3,5, da kann man doch nichts falsch machen, oder? Was kann der denn als Rechtsaußen, wo ich ihn einplanen würde? Torriecher ist gut, Flanken müsste er noch machen und halt die Schnelligkeit. Das ist auch das, was ihm im Echt so ein bisschen fehlt, aber ich würde es trotzdem gern probieren. Ja, machen wir erstmal Maxi Meyer. Wen haben wir denn so auf rechts außen? Traoré, mit dem wir ja auch nicht so wirklich zufrieden waren, ne? Könnten wir zu gut Geld machen. Links außen haben wir ja genug mit Bailey und Lee. Das sind, glaube ich, unsere links außen. Und rechts außen hätten wir dann Philipp, Gülherme und eventuell Max Meyer, dann wäre Traoré echt eine Nummer zu viel. Dann probieren wir da nochmal 15 Millionen für zu bekommen. Zweite Mannschaft. So, da kann man noch nichts machen, da brauchen wir noch nichts machen. Wir gehen vor, wir können nur ein Testspiel machen und ich wurde schon wieder aus dem Internet ausgeloggt. Da muss ich natürlich schnell mich wieder einloggen. Das hier sieht gut aus, also noch einigermaßen gut, weil die anderen bieten scheinbar alle so wenig. Bei vielen sind wir noch arschweit weg. Viermal, Laie ist immer direkt schön. 1 Million. Ich muss mich natürlich wieder einloggen, damit wir hier alle Goodies mitnehmen können, sage ich jetzt mal. Alle Vorteile, mehr Spielergespräche, das ist mir immer sehr wichtig. Und ansonsten gibt es hier keine Vorteile, die ich jedenfalls jetzt, die mir nicht einfallen würden. Ansonsten vom Standing her sind wir im ganzen Verein gut angesehen, das gefällt mir. Aber dass wir Didi wird weiter gejagt, aber damit hätten wir weniger Probleme, denn wir haben auf der Bank einen Dendonga, der das auch kann. Da sind wir gewappnet, müssen wir halt nur für Dendonga dann den passenden Ersatz suchen. Aber das kriegen wir hin, wir hätten dann eine Menge Kohle. So. Ist das nervig, dass man immer ausgecheckt wird, das ist, und auch kein Ton ertönt, dass man weiß, ah, man wurde ausgelockt. Guck mal gerade mal in die Transfers, ist da irgendeiner gescheitert? Nee, ne? Noch sind alle im Rennen, das ist gut. Dann können wir nämlich weitermachen, ich nehme nochmal ein Schlückchen Kaffee. Bei ihm, da wir ihn eh auch verkaufen. Direkt die extreme Strafe, nochmal Geld einnehmen. Wer zu lange im Urlaub verweilt, das muss bestraft werden. Wenn Trainingsauftakt ist, dann ist Trainingsauftakt, da kann man nicht fehlen. Dort ist keine gute Disziplin. Wie wirkt das auf die Mannschaft, weißt du? Das geht gar nicht. Geht gar nicht. Das war relativ nah dran schon. Einer der ersten, die relativ nah dran sind. Ansonsten ist das meiste echt sehr, sehr weit weg. Aber das hat man ja zu Saisonstart immer bisher, glaube ich, in den 2 Jahren.
Wir sind jetzt in der dritten Saison. Das muss doch die dritte Saison sein, oder? Weil erste Saison, weiß ich ja, sind wir durch dieses, durch die Relegation, durch die Playoffs, oh, Hani Muck da auch. Ja, wir müssen verhandeln, das bringt alles nichts. 19 Millionen, wie viel ist er im Marktwert? 11. Das heißt, es ist schon sehr nah dran an dem, was wir dafür kriegen. Und dann sieht es sehr gut aus, dass das klappen wird. Nichts auf der Transferliste vom Inter, da sind wir noch nicht dran. Kein Verein an Castagne interessiert, aber den haben wir ja schon woanders untergebracht. Wenn mich nicht alles täuscht. Geht jetzt daran, ihr merkt, ab und an hängt die Maus, ich drücke und es passiert nichts. So, hier ist doch jetzt irgendwo was Neues passiert. Damit das mal in Arbeit kommt. So, haben wir schon auf Lehrgang? Ja, haben wir auf Lehrgang geschickt. Hier können wir noch nichts machen. Da ist auch mit Zweien alles ausgelastet. Wer den Jugendspieler übernehmen will, wie gesagt, gerne. Ist ein Riesentalent, der wird es auf jeden Fall bei uns packen. So, 78 hat der schon als Wert. Alter Finne, ey. Lecco Mios. Das ist ein krasser Typ. Der wird sich auch schnell entwickeln, das seht ihr ja. 76 ist überall sehr nah dran. Mit seinen 15 Jahren ist das schon ein Top-Spieler. So, und wir müssen jetzt nach einem Ersatz für Hani Muster suchen. Können da auch gern ein bisschen in die ins Portemonnaie greifen. Portemonnaie. Zentrales Mittelfeld muss nicht die beste Position sein, aber sollte dann auch schon ein entsprechender Wert sein. Mach mal 68, das reicht ja erstmal, dann können wir noch hochpowern. Ich würde sagen, wir grenzen mal die 26er aus. So, ein bisschen können wir ins Portemonnaie greifen, aber auch nicht zu sehr. Bum, 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 bum. Mateo Kovacevic ist auch nicht günstiger zu haben. Halilovic ist Spielmacher. Wir suchen jetzt keinen Spielmacher. Kabios, der bei der U21 EM sehr aufmerksam auf sich hat machen können, ist leider auch Spielmacher. Kimmich ist keiner, könnte man für 15 Millionen eventuell bekommen, das ist mir aber fast zu krass. Medran ist Spielmacher, Pardo ist 25, Leon Goretzka, das wäre doch so einer, der mir sehr gefallen würde. Allerdings auch 15 Millionen, da hätten wir bei Kimmich eher die Chance. Thielemans, ist der mittlerweile günstiger? Nein. Talisca ist Distanzschütze, eine sehr gute Schusskraft, einen guten Torriecher, also für einen zentralen Mittelfeldspieler ist der wirklich geil. Und da ich den noch nie hatte, wäre ich eher geneigt, so einen mal auszuprobieren, wenn er denn günstig ist. Fangen wir erstmal bei 15 Millionen an. Machen wir jetzt zu Hani Muck da nicht viel gewinnen, aber wir müssen ja auch gucken, dass wir einigermaßen präsent bleiben. Çalhanoğlu. Ja, liegt nahe, weil er auch Deutscher ist, ne? Distanzschütze, der kann auch gute Standards. Wer wäre Leverkusen 2. Halleluja. Der wäre richtig günstig. Nehmen wir doch Çalhanoğlu, ne? Und Talisco heben wir uns vielleicht für später auf, Talisca. Ich lasse ihn trotzdem jetzt erstmal aktiv. So,
Dann hätten wir auf jeden Fall für Hanni Muck da schon mal gesorgt. Und dann gehen wir noch mal ein paar Tage weiter, wenn hier nichts gescheitert ist. Alles noch im Rennen, wunderbar. So, Olympique Lyon. 25 Millionen, also Kohle ist nicht unser Problem. Traoré wollen auch viele schon haben, das ist sehr gut. Das Lied kennen wir ja schon, das läuft halt auch jede Aufnahmesession. Aber wie gesagt, ist jetzt nach Alphabet sortiert. So, und die Vorbereitungsparts gehen meistens länger, aber ich versuche die jetzt nicht allzu lang zu halten, weil 50 Minuten Parts aktuell sind, glaube ich, ein bisschen krass. Meine Views sind ja doch wieder ein bisschen rückläufig, wobei man halt eh immer schwer sagen kann, wenn ich ja nicht so viele habe. Aber kann man auch verstehen, Fußballmanager ist jetzt so eine Nische. Wenn ich einen neuen PC habe, dann würde ich auch versuchen, dann wieder FIFA zu spielen, Pro Evolution Soccer. Und dann würde das auch kommen, denke ich. Ja, ich finde schon, so ein Fußballmanager kann man sich schon ganz gerne mal angucken. Ich gucke zwar jetzt selber aktiv auch keine Let's Plays mehr, leider. Aber ist was Feines. Gehen wir erstmal auf 3-2, damit es nicht direkt scheitert. Das sind zwei Trainingsziele, die erreicht wurden, die uns nicht mehr tangieren, weil die Spieler weggehen. So, dann geht der Part 56 dann nach diesem Freundschaftsspiel auch zu Ende. Das nehmen wir mit, bereiten uns dann Richtung erstes, ist ja glaube ich der Superpokal, da bereiten wir uns drauf vor und dann machen wir einen Cut. Paris Saint-Germain wollte Leon Bailey, aber da müsste er gut Geld zahlen. Da bin ich nicht so gesprächsbereit. Das ist wie gesagt einer, den wollen wir verleihen. Der soll jetzt noch nicht direkt bei uns in der Mannschaft spielen. Ist eher einer für die Zukunft. 70, 69, 64. So. Ablöseverhandlung für Sadi Beorinho gescheitert. So, ihn direkt wieder auf die Leihliste setzen für 100.000. So, Spieler versichern. So, Westerlo hat Interesse, das ist sehr gut. Wir haben jetzt natürlich auch einen Trainer für die zweite Mannschaft, obwohl wir keine zweite Mannschaft spielen, aber ist besser so. Irgendwas gescheitert? Nee, ne? Dann direkt weiter. Zum ersten Testspiel. Ruben Deso mittlerweile auf 183. Als mehr oder weniger Notkauf gekommen. Das ist schon richtig gut. So. Noch haben wir hier nichts, das wir annehmen können direkt. Was ist denn da los? Müsste doch langsam anfangen, dass die Beträge reinkommen, die man annehmen kann. Wir sind jetzt doch schon ein paar Tage in der Saison. Aber stattdessen scheitern noch viele. Hier 83, Ruben Weso, 81, Ndidi. Die werden bald auch das Interesse wecken, wenn jetzt schon Muck da das Interesse weckt und gut. Leon Bailey, der aktuell verletzt ist, noch für eine lange, lange Zeit in der Saison uns fehlen wird. Muck da wird ziemlich sicher gehen.
Aber den haben wir für relativ schmales Geld bekommen und super weiterentwickelt. Und das ist halt unser Weg, den wir aktuell noch gehen müssen. Wir können keine Stars halten. Siebe Schrievers hat eine absolut schlechte Fitness. Was ist denn da los? Okay, hier gerade mal, damit ich gleich keine Wechselfehler mache. Tahi Chong ist gekommen und Delikt auch. Zwei weitere Talente, die wir verleihen werden. So, 68, hier haben wir 69. Flanken muss er jetzt nicht unbedingt beherrschen. Können wir sagen, 50.000 ist okay. So, minimal Aufforderung weg. Tahi Chong, der für die Flügel eine große Zukunft hat, muss halt nur spielen. Aber hat auch einige Werte, die sind krass schlecht. Und sehr, sehr aufbaufähig. Das ist halt wieder das einseitig trainierte von der KI. Das passt. Da haben wir diese Saison absolut noch keinen Platz für dich. So, und der liegt. Ob alle spielen werden, bezweifle ich, aber sofern die meisten spielen bei den Leihspielervereinen, ist mir das nur recht. So, Blickfeld. Haben wir irgendwas, das gescheitert ist? Immer noch nicht. Das ist gut. So. Verbisst ist angenommen. Der erste, den wir angenommen haben. Das heißt, da gibt es demnächst dann ein bisschen Kleingeld. Heute, wie gesagt, das Testspiel, das wir mitnehmen wollen. Und die Spielergespräche, die wir jetzt führen können. Das wäre nicht zielgerichtet. Donnarumma neu als Ersatztorwart. Wien ist auch nicht neu. Warum können wir ihm nicht sagen, wer stärker? Es ist manchmal sehr seltsam hier. Ihm können wir auch nicht sagen, wer stärker. Also es ist ganz, ganz komisch. Irgendwas ist hier noch minimal verbuggt, würde ich mal behaupten. So, Bailey, unser krasser Innenverteidiger, der jetzt noch kommen muss. Sie beschrieben, das lasse ich erstmal drin. Der braucht die Spielpraxis, dann wird der auch stärker. Ansonsten, die Jugend ist ziemlich gut versorgt. Er hat sein Trainingsziel erreicht, wurde mir aber nicht mitgeteilt. Sieben braucht noch keine Sonderbetreuung. Wir heben uns die Sonderbetreuung für die 8-Sterne-Talente auf. Wie zum Beispiel ihn hier.
Und er hier. So. Dann steht die Mannschaft. Können wir uns gerade noch mal hier den gegnerischen Verein angucken. Tja, ist der bekannte Mirko Vucinic, ex-AS Rom-Spieler, würde ich sagen. Kann man vielleicht kennen, und dann gucken wir mal, was wir hier rausholen. Vielleicht das letzte Spiel von Hani Mukhtar. Zweistelligen Sieg in einem Freundschaftsspiel. Außerdem funktioniert die Ansprache eh nie. Aber wenn Konaté weiter so macht, wäre es ja beinahe zweistellig geworden. Ne? Aber es fängt immer gut an und dann kommt die große Lücke. So, ich werde die Halbzeit nutzen, um alle auszuwechseln, die ich kann. Damit alle schön Spielpraxis sammeln. Wir haben ja leider nur dieses eine Testspiel. Andrew Robertson, Todd Kane für Weiser, Dinaya für Bailey und Donnarumma für Cardinale. So, mal gucken, wie sich die Reserve schlägt. Können wir noch ein 3-0 machen? Markus Gilherme, sehr wichtig, dass der direkt mal trifft, auch wenn es kein Ligaspiel war. Aber immer schön zu sehen, wenn sich die Neuen gut einfühlen. Und jetzt haben wir belgische Supercup gegen den Pokalsieger aus Brügge. So, 30 Millionen. 23 Millionen. Bis zu 23 Millionen kriegen wir für Hani Mukhtar. Billiger als Maher, verstehe ich zwar nicht, aber gut. 15. Die Angebote, die passen, lassen immer noch auf sich warten. Çalhanoğlu runter. Da ein bisschen runter im Preis, um wieder Geld einzusparen. Eins. So, ausverkauftes Stadion hier. Aber das werden wir auch nicht live in 3D angucken, weil der Ligastart ist eine Woche später gegen Anderlecht. Das ist eher ein 3D-Spiel für mich. Wir haben bisher die stärkste Jugend. Sagt leider viel über die belgische Jugendarbeit aus. Ist noch sehr, sehr ausbaufähig. In echt läuft das eigentlich besser. Aber gut, hier im Spiel ist das halt nicht ganz gut getroffen. So. Motivationslehrer, den nehmen wir gerne in Anspruch. Die beiden letzten stellen wir auch noch per Website vor. Philipp würde ich ja eh gern mit verlängern. Wird in der Regel spielen. Ich mache einen Nationalspieler aus dir. Und du kriegst 1,5 Millionen, wenn du für 3 Jahre verlängerst. Vorstellungen haben wir gemacht. Wieder einige Transfers, die gescheitert sind. So, Kluivert und Gomez, die wir jetzt einfliegen werden und dann zur Laie freigeben werden. José Gomez soll wirklich den guten Part übernehmen. Huch. Also von dem erwarte ich mir bei einer Laie wirklich mega viel. Der wird auch am ehesten spielen mit seiner 67. Gerade bei so einem etwas schwächeren Verein kann ich schon mir vorstellen, dass er für die Torschützenliste mitspielt. Also um die Torschützenliste mitspielt. Hat riesige Anlagen. So, und hat hier in-game bisher immer gezündet, wenn ich den geholt habe. Yes.
und Kluivert, den wir ja von der Ajax-Karriere kennen. Kein unbeschriebenes Blatt, in echt natürlich noch ein Stückchen besser als hier bewertet worden, weil auch die niederländische Liga sehr seltsam bewertet wurde. Eher so zufallsgeneriert und es ist immer ein bisschen schade. Trifft nicht ganz die Werte, auf die die Spieler in echt kommen, aber naja, so ist das halt. Marktwert von 0, verstehe wer will. Wahrscheinlich, weil er bisher in den Profiteams nicht aufgefallen ist, oder ist das wieder irgendein scheiß Bug, den keiner versteht? So, Kluivert hätten wir. Und José Gómez können wir nicht mehr verleihen. Doch, wollte schon sagen, das wäre ja sehr traurig gewesen. So, da haben wir beide mit versorgt. Wunderbar. Keep on moving. To the club now. So, hier sind noch alle im Rennen. Wunderbar, weiter geht's. Damit der Part nicht allzu lang wird, simulieren wir vor bis zum Supercup-Finale gegen den FC Brügge. Der Transfer der Woche, Chairo Riedewald, den wir auch vom Ajax Let's Play kennen, geht zu Everton für 12 Millionen. Da war sicherlich mehr drin. So. Aber es werden die meisten auch über unsere Transfers sagen. Ich habe hier schon oft Kritik gekriegt für meine Transfervorgehensweise bei Spielerverkäufen. Was heißt oft? Einmal. Yannick Verbist haben wir schon mal unter die Räder bekommen für das Geld, das wir auch wollten. Das ist stark. Bei Castagne und Suat Werder würde ich vermuten, müssen wir ein bisschen von unseren Forderungen abweichen. Das ist doch arg krass aktuell noch. Max Meyer kriegen wir für 3 Millionen eventuell. So, gescheitert. Schrivas und Dendonga erreichen Trainingsziele. Das ist sehr gut. Aber halt viele gescheitert. Machen wir die halt noch ein bisschen günstiger. Das wird schon, da gebe ich jetzt nicht auf. So, José Gómez ist auch noch verleihen. Wunderbar. Und Kluivert hinterher. Talisca für 12,5. Wir haben das Jugendturnier gewonnen. Laurenau auffällig. Ansonsten hier der Butri. Den versuchen wir dann natürlich auch zu bekommen, wenn er schon auffällig wurde. Privater Investor schießt nach. Das ist schön, da haben wir ein bisschen mehr Baubudget. Ansonsten versuchen wir ja selber Plus zu machen durch Spielerverkäufe. Und durch relativ günstige dann nachzulegen. So, 30 kriegen wir, glaube ich, für ihn eher auch nicht. Das wird wohl bei vielen nochmal scheitern. Shalalolu kriegen wir da die 6,5. Einmal können wir sicherlich noch, das wird noch nicht scheitern. Hier wird jetzt vieles wieder gescheitert sein. Ja, Queen, Groß, alles gescheitert. Na gut, zwei Stück, das geht. Hätte schlimmer erwartet. Das ist auch zu wenig. Tut mir leid, das ist zu wenig. Das ist nah dran, aber wird wohl nichts. Wird nichts. Ein paar, die sich verbessert haben. Damit endet das Trainingslager leider relativ früh, aber so ist das in Belgien. Da hat man keine Zeit, sich groß auf die Saison vorzubereiten. Maximilian Philipp verlängert seinen Vertrag, das ist sehr schön. Für Hani Mukta sieht das noch sehr gut aus. Max Meyer könnte man tatsächlich für 2,5 bekommen. Das wäre in der Tat ein Schnäppchen. Talisca, gehen wir auch noch mal ein bisschen runter mit dem Geld. Wir wollen ja nicht mit unseren Millionen um uns werfen, die wir hier verdienen. Ja, Führungspersönlichkeit müssen wir noch hart dran arbeiten.
Ablöseverhandlung für Hani Mukta gescheitert. Ist natürlich schlecht. Also schlecht ist das nicht. Ich behalte Hani Mukta gerne. Aber wir holen jetzt zwei, die seine Position spielen können und wissen dann nicht, wie wir sie einsetzen können. Das Problem hatten wir schon mal im defensiven Mittelfeld letzte Saison. Aber naja, ich bleibe trotzdem dabei. Ich hole die trotzdem alle, die dann kommen können. So, Lanke binden wir mal hier ein für Siebe Schrievers. Der ist eindeutig stärker. Ansonsten Donnarumma muss spielen, der ist im Form hoch und die Naya muss spielen. Und aus Selenem hat einen Form hoch. So, 44 Nachrichten. Alter Fine. Das dauert alles noch ein paar Tage. Hier können wir jetzt ordentlich was bewegen. Was haben wir so finanziell? Sieht gut aus. Baubudget 10 Millionen ist, naja, ist gut für unsere Liga. Aber ihr wisst, wie schnell das bei uns weggehen wird. So, ist noch kein Transfer komplett gescheitert. Das ist ja auch ein bisschen erfreulich. Ja, damit wir mit ihm gesprochen haben, sagen wir ihm mal das. Weiser muss stärker werden. Muss stärker werden. Robinson, herzlich willkommen. Philipp kann sich beim Flanken noch mal verbessern. So, alle schön stärker werden. Ruben Wezo kann, nee, nicht bei Flanken zulegen, okay. Und einen Didi können wir noch gar nicht sprechen. So, Mukta gescheitert. Aber wie gesagt, wir lassen hier keinen günstiger ziehen. Mitchell Weiser hat das Trainingsziel erreicht. Ist auch in manchen ein bisschen schwächer bewertet, als er ist, finde ich jedenfalls. Habe ich ja schon mehrmals gesagt. Zum Beispiel sehe ich ihn beim Dribbling durchaus stärker, als er hier gewertet wurde mit seinen 64 oder so. Ist einer der besten Hertha-Dribbler und auch in Schnelligkeit ist er nicht so gut bewertet worden. Aber ist halt objektiv, ne? Die, die das machen hier, die Datenbank, bin ich dankbar dafür, dass sie die machen, aber die sehen auch, wie man offensichtlich sehr gut sieht, nicht jedes Hertha-Spiel so. Philipp verlängert, er hat sich bei uns dann doch jetzt gut gemausert, privater Investor, ja, ihr habt gesehen, das war jetzt nicht so viel Geld, das der nachgeschossen hat, aber es hilft uns trotzdem. Denn Donga hat Trainingsziel erreicht. 65. Flanken, weiß ich nicht, warum man das lernen sollte. Der spielt absolut nur im Zentrum und wird bei uns auch nie auf der Außenbahn spielen. Aber ihr wisst ja, ich bin Fan davon, dass Spieler alles können, deswegen wird er später auch das Flanken lernen. Er hat gerade die Maus verzogen. Verbisst ist weg. Hier passt noch alles. Die haben alle einen Mentor, das ist wunderbar. Dance. So, haben wir hier jemanden reinbekommen, der neu ist und vielleicht für unsere Mannschaft noch Sinn macht. Stören wir schon mal nicht. Ja, Mastur mag ich, aber der wird sich bei uns nicht durchsetzen können. Da ist nichts dabei bisher. Pulisic ist nur eine Laie. Ist Moses Simon günstiger geworden? Ist er. Ein Riesentalent. Probieren wir dann natürlich zu bekommen.
dürfte die Liga ja bestens kennen und wenn mich nicht alles täuscht, kann er auch dann die Sprache, nee, kann er noch nicht, aber der hat schon mal in der Liga gespielt. Für Gent 52 Spiele und kann die Sprache immer noch nicht. Das ist ja bescheiden, ne, eigentlich. So, Berardi ist sehr günstig zu haben, das wäre natürlich der Rechtsaußen, den wir brauchen. Ziehen wir vielleicht 5 Millionen, da wüsste ich aber nicht, was wir mit Meier machen sollen dann. Aber so langsam kommen doch die schönen Spieler hier. Thielemann, der kennt die Sprache auf jeden Fall. Könnte ich im defensiven Mittelfeld einplanen. Der ein oder andere wird uns da sicherlich verlassen. Wir haben dann gleich einen aufgeblähten Kader und immer noch keinen Transfergewinn, obwohl ich den eigentlich erzielen wollte. Der Passlack ist erhältlich. Aber der wird nicht günstiger sein, oder? Der ist natürlich krass, der kann auch Rechtsverteidiger Backup spielen. Aber da passt gerade das Geld nicht. Bei Passlack passt das Geld nicht, das gibt doch nicht. Da ist keiner, der mich überzeugt. Umtiti, ist der mittlerweile nochmal günstiger geworden? Nein, leider nicht. Meere ist auch nicht günstiger geworden. Dann brauchen wir hier auch keinen. Ben Chilwell. Absolut solider Mann. Hatte richtig guten Flankenwert. Aber Linksverteidiger, da haben wir genug. Genauso wie Rechtsverteidiger und Torhüter auch. Deswegen würde ich sagen, beenden wir den Part an dieser Stelle. Freuen uns dann auf den nächsten Part, wo wir weiter Sofortberechnungen machen. Und ja, dann schauen wir mal, wie sich die Mannschaft hier entwickelt, welche Neuzugänge wir kriegen. Wir haben ja hier ein bisschen härter Power. Gucken wir mal. Maxi Philipp bin ich sehr gespannt. Hani Mukhtar darf bleiben, finde ich jetzt auch nicht so schade. Deswegen, ich freue mich auf die Saison. Schreibt mal in die Kommentare, auf welche Transfers oder welche Spieler ihr besonders mögt hier in unserem Kader. Und dann sehen wir uns im nächsten Spiel. Drückt uns die Daumen, also Daumen nach oben, wenn euch die Folge gefallen hat. Bis zur nächsten Folge. Ciao.